haben wir uns selber kümmern müssen. Wir sind herum am Gipfel vom Matterhorn. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz, konkret vom Nufenenpass auf knapp 2500 Meter. Da hinten sind die 4000er und jetzt gebe ich die Kamera dem Stefan, der ist nämlich auch dabei. Wir waren am Matterhorn oben. Dieses Video handelt von der Besteigung des Matterhorns. Ich wollte das Ganze sehr umfangreich dokumentieren, hat allerdings nicht hingehauen, weil mein GoPro 9 unterhalb von der unteren Mosleplatten verloren habe. Und glücklicherweise hat der Stefan aber auch ein bisschen mitgefilmt. Jetzt können wir da ein bisschen was zusammenschneiden, wie es uns bei der Tour gegangen ist, was wir zumindest aufgenommen haben, das jetzt hier in diesem Video. Und am Schluss machen wir nachher auch noch mal ein richtig gescheites Resümee. Viel Spaß mit der Besteigung vom Matterhorn. Das Matterhorn ist wegen seiner markanten Gestalt und seiner Besteigungsgeschichte einer der bekanntesten Berge der Welt. Sportgeschäft braucht man noch, ich brauche eine Stirnlampe. Ah, ja. Für die Schweiz ist es ein Wahrzeichen und eine der meist fotografierten Touristenattraktionen. Als mir mein Freund, der Bergführer Paul Sodermin, am Montag, den 16. August 2021 angerufen hat und mir gesagt hat, dass derzeit Top-Bedingungen am Matterhorn sind, da habe ich der Verlockung nicht widerstehen können und habe mir mit dem Stefan, den ich persönlich in der Watzmann Ostwand kennengelernt habe, einen Tourenpartner organisiert, der mich aufs Matterhorn begleitet. Es war quasi wie ein All-In im Poker, das wir da aufgeführt haben. Stefan war mit dem Venediger Nordgrat und dem Ortler Hintergrat akklimatisiert, hat aber noch keinen einzigen 4000er in den Beinen gehabt. Ich habe in den letzten Monaten mit dem Lenkstein gerade einmal einen 3000er gemacht und war null akklimatisiert. Stefan wiederum hat nur ein Zeitfenster von Dienstag bis Donnerstag um 17 Uhr gehabt, wo er wieder in der Arbeit stehen müssen hat. Also habe ich ihn am Dienstag um 3 Uhr in der Nacht abgeholt und wir sind nach Zermatt gefahren, um dort kraftschonend zum Schwarze auf 2600 Meter mit der Bahn aufzufahren und um dann in der Hörnlihütte um 450 Franken ein Doppelzimmer zu nehmen, um dem 18-Mann Schnorchlager zu entgehen und wenigstens ein bisschen eine Chance auf den Gipfel zu haben. Bis zu dem Zeitpunkt, den ihr jetzt seht, habe ich mega viel Aufnahmen gemacht. Leider habe ich dann alle meine rund 100 Aufnahmen unterhalb der unteren Mosleplatten verloren, weil mir mein GoPro in die Ostwand gestürzt ist. Darauf habe ich seilfrei ein ziemlich ausgesetztes Stö passieren müssen, wo ich ordentlich die Arschbacken zusammenzwicken habe müssen. Gib mir dein Handy, ich mache schnell ein Foto von dir. So, ein Foto von dir mache ich schnell, gell? Weil ihr habt alle den Stress. Oh, das warte. Nein. Ja. So, passt. Ciao. Danke. Sorry. Nein, schon. In der Szene hat man gesehen, wie sehr die heimischen Bergführer ihre Gäste auf den Berg treiben. Teilweise nicht einmal Zeit für ein Foto. Hauptsache, der Gast steht zur richtigen Zeit am Gipfel. Wir haben apathische Gestalten wahrgenommen, die unterm Zug vom Bergführer ihre Füße und Hände bewegt haben und einfach nur funktioniert haben. Wer sowas mit mehr Genuss erleben will, dem kann ich meinen Freund, den Bergführer Paul Sodermin, wärmstens empfehlen. Der ist nicht nur Bergführer, sondern vermutlich der einzige Bergführer, der sich am Matterhorn auch noch die Zeit nimmt, seine Gäste wunderschöne Erinnerungsfotos an den einzigartigen Berg zu schenken. Nun geht auf. Wohin? Ja. Die Leute sind nur konzentriert ja. Auf die Bier. Auf der linken Seite. Da jawohl. Ah,
Stefan, hast du eine Zwischensicherung irgendwo? Ich hab da unten habe ich dich mal ausgehängt, gell? Passt, oder? Ja, als du das Post jetzt. Das ist ein Ja, er hat den Bus an ihm. Ja. Arki mi fot. Ein Kalt auf die Potzen. Warte mal. Von da her wieder seilfrei weiter. He? Laune gut? Ha? Laune gut? Laune super. Sehr gut. Tipptopp. Tipptopp, den Zug, gell? Tiefstein. Klettersteig. Wie auf der Rattermatte. Den Klett können wir schon tun, gell? Steiger ist noch angezogen. Die Luft ist schon ganz schön dünn, so nicht akklimatisiert. Pauli kommt mit Robert und der Stefan hinten nachher. Ärgerlich, dass die GoPro in der Wand unten gelandet ist, aber gescheiter GoPro als irgendwer von uns. Ja. Und da geht's noch auf. Brutal. Schwitter. Hubschrauber, Knatterhorn, ja, brutal. Hubschrauber. Das ist eine Rettungshelle. Rettungshelle? Ja. Okay. Es ist am Lyon gerade was passiert. Auf der italienischen Seite. Ja. Ich will mir ein Foto da. Ja. Stopp.
Okay. Okay. Okay, vieni. Chiudimi la tasca. Sì, 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 sì. Ci ho perso la roba. L'hai perso? Un po' di roba, se lo scorci, c'è un portafoglio okay. Dentro. A posto. Diamo un attimo sfiato. Weißhorn und da oben ist der Hubschrauber. Genial auf jeden Fall, brutal ausgesetzt. Brutal ausgesetzt, hä? Ich fahre gerade am Weg. Scheiß Wind. Der Gipfelaufstieg hat nochmal all unsere Reserven gefordert. Stefan ging es mental nicht mehr sonderlich gut, daher nahm ich ihn ans Seil. Im oberen Bereich kamen wir aufgrund des Gegenverkehrs in einen Stau. Ein heimischer Bergführer hat mich an einem Fixseil beinahe verräumt und ein weiterer meine Hand gequetscht, während ich Stefan nachgesichert habe. Danke dir, Paul, für die schönen Erinnerungsfotos ohne den Stress einiger heimischer Hordentreiber. Es gab nämlich auch eine einheimische Bergführerin, die ihren Gast mit Genuss und ohne Stress auf den Gipfel und wieder runtergeführt hat, und mit der wir uns sehr gut unterhalten haben. Da hat es ja überhaupt nicht mehr gefilmt. Wir haben uns selber kümmern müssen. Aber wir sind herum am Gipfel vom Matterhorn. Yeah! Das ist strange. Ja, wir sind umgegangen bis zum Italiener Gipfel, der ist 2 Meter niedriger. Kurz vorher haben wir es lassen, weil so viele Leute am Italiener Gipfel waren. Dementsprechend waren wir natürlich am Hauptgipfel. Aber wir gehen jetzt nicht noch einmal rauf, ich habe da nicht gefilmt. Schaut einmal, es ist schon brutal ausgesetzt. Jetzt müssen wir jetzt auch wieder oben. Da ist der St. Bernhard. Das ist jetzt nur die halbe Mitte. Horn! La Lune!
Weg. Jetzt haben wir es zumindest schon einmal in Solwei-Biwak geschafft. Jetzt sind wir auf 4000 Meter. Boah, Stefan, gell, das ist eine brutale Partie. Heute nicht der beste Tag. Nicht mein bester Tag, hey, gell? Aber er ist so stark, er ist so stark. Er hat schon aufgeschnauft, die letzten 300 Höhenmeter ungefähr, gell? Und dann am Gipfel gerade auch noch umknackst. Wahrscheinlich wirst du voll die Schmerzen haben. Geht schon. Aber ausbrennt. Mental halt, gell? Ausbrennt. Oh, ja. Ja, jetzt haben wir es zumindest immer. Das sind immer die Tage, gell? Es gibt Tage und es gibt die Tage. Und warum es genau an so einem Tag so einen Tag hast. Ja, warum genau am Matterhorn, gell? Ah, okay. Aber da unten ist die Hörnli-Hütten. Und da unten staut sie sich eh auch schon wieder. Also für das, dass wir jetzt eben am Gipfel dann in Pauli allein ansteigen haben lassen, sind wir gar nicht mal so schlecht unterwegs, gell? Sind die Leute unten. Ist der Pauli da unten? Ja, ist eh da unten. Ja, ich glaube, der wird heute auch nicht mehr. Man gibt mir eine Toblerone, weil er ist stirbt. Matterhorn-Schocki. So, der Steff seilt gerade die unteren Moslieplatten ab, während die Hubschrauber schon wieder fliegen. Geh gleich über die große Kanten! Gewaltig! Geradeaus runter! Jetzt ist er mal wieder motiviert. Ein bisschen Wolken ziehen rein. Und dann den Gas geben. Da unten steckt's. Cordova. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder gut runtergekommen vom Matterhorn. Es ist 7 vor 8. 7 vor 8, ja. Wir sind aber gestern ein bisschen später erst runtergekommen. Aber mir hat es nachher irgendwann einmal nach dem Biwak hat's mich nachher nicht mehr interessiert zum Filmen. Wir sind, sage und schreibe, fast 3000 Höhenmeter abgestiegen ins Tal, gell? Ja, und sind die Kniescheiben ausgesprengt. Ja, brutal. Ich habe keine Stecken dabei gehabt. Also es war echt zart und eine wilde Partie. Stefan, wie ist dir gegangen auf deinem ersten 4000er? Mein erster 4000er. Ein Wahnsinn. Man sollte eigentlich zum ersten 4000er vielleicht nicht unbedingt gleich das Hörnli gehen. Es wäre besser vielleicht Weißmies oder sowas. Aber entweder ganz oder gar nicht. War, glaube ich, gestern die Devise. Ja. Es war recht sehr spontan, die Aktion. Montag habe ich WhatsApp gekriegt, magst mit Matterhorn gehen. Dienstag um 3 Uhr in der Früh sind wir schon im Auto gesessen. Ja, schau her und schau da. Haben wir die Knie von da, gell? Nein, hört sich nicht. Nein. Ja. Wurscht, wir waren eh oben. Wurscht, wir waren oben. Ja, und hört sich nicht, ist Donnerstag in der Früh, wir sind schon wieder am Rückweg. Also sehr ökonomisch war es nicht, aber das ist was viele Leute machen. Einfach fürs Matterhorn, zum Matterhorn fahren und dann geht's wieder retour. Können wir mal Ausnahme machen. Wir haben uns auf der Hörnli-Hütte ein Doppelzimmer gegönnt. Es gibt da eben das Lager mit 18 oder 20 Leuten. Schnarchlager. Ja, Schnarchlager. Das heißt auch 150 Franken und fürs Doppelzimmer zahlt man... Suite, bitte. Suite, ja, Suite, genau. Bitte. Mit Blick auf den Hörnli-Grat zahlt man 225 Franken. Pro Person dann, pro Person, ja. Also 75 Franken mehr und für das hast du dann wirklich viel mehr Komfort.
Bei dem Preis ist dann eigentlich auch schon eigentlich wurscht, bei der Tour auch haben solltest, einen guten Schlaf. Ja, ganz wichtig. Vor allem bei so einer Hauruck-Aktion, dass du sagst, dass du wenigstens einen guten Schlaf hast. Ja. Ja. Und das war es uns dann eben auch wert, dass wir da das Doppelzimmer uns gegönnt haben. Und ich glaube, dass das auch ausschlaggebend dafür war, dass wir dann überhaupt den Gipfel geschafft haben gestern. Ohne Bergführer. Ja, ja, ohne Bergführer. Man muss dazu sagen, ich habe mit Paul Sodermin im Vorfeld Kontakt gehabt. Den Bergführer kennt ihr von einigen Videos von mir. Und wir haben ihn eben auch so besprochen, dass wir beim Paul hinten nachgehen können. Und ich glaube, das war ein riesengroßer Vorteil in für die Finsternis. Wegfindung in der Finsternis. Die ersten 600 Höhenmeter ja, komplett ja, das im Finstern. Ist im Finstern alles gegangen, Sonnenaufgang dann auf der Solwei hinten oben. Und wir haben viel getroffen, die eben gesagt haben, sie haben das Matterhorn probiert, aber sie haben keine Chance gehabt wegen der Wegfindung. Und der Paul ist dann eben mit seinem Gast, mit dem Robert, schon vor uns runtergegangen. Und ja, wir haben nachher runtergefunden, eigentlich ohne Verhauer, bis auf einmal einen. Und da haben wir aber dann wirklich 25 Minuten ungefähr gesucht. Also da sieht man schon, wie viel wert das eigentlich Bergführer da ist. Und da ist man aber nachher auch wieder gleich beim nächsten Thema. Mir hat gestern ein Zermatter Bergführer hat mich fast verrammt. Da bin ich froh, dass ich nicht abgestürzt bin. Ein anderer hat mich umgestellt zum Sichern, wie ich dann eingequetscht worden bin. Und ihm gesagt habe, was soll das? Ja, man sichert eigentlich von da oben. Dann sage ich ihm, ja, was schickst du mir denn da runter? Ja, ich muss meinen Gast runterbringen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist trotzdem ein Arsch. Und ich meine, ein bisschen Respekt kehrt da einfach her am Berg. Und das haben wir sie halt wieder na, das die mal, so bestätigt, ja, was man da so hört. Da brauchst du ein dickes Fell doch. Ja, da brauchst das ist, echt das ein ist dickes Fell. So. Ja. Da hast du echt nichts scheiße. Nein. Also da ist, ja, wer zuerst Ellenbogen denkt. Ja, wer zuerst Ellenbogen. Ja. Und wir haben ja nicht gesagt, wir verstehen uns, dass die Leute, also die Bergführer, da eine Gäste schnell aufbringen und runterbringen wollen, weil das ist denen ein Job und sie. Es gibt ein Timing mit der Bahn ja, und genau. Alles. Also und das muss hinhauen. Und die müssen das einfach in unter 10 oder in 10 Stunden schaffen. Genau, ja. Genau, ja. Ja. Und das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Bei dem Ansturm oder bei dem Andrang, der zum Beispiel gestern auch war, gell? Ja. Das war ja Wahnsinn. Das so durchziehen, ja. Genau, ja. Und die Kehrseite der Medaille ist dann natürlich eben, wie es dann die Gäste dabei geht, was die für ein Erlebnis haben. Gar keins. Ja. Gar keins. Sie sind halt raufgekommen und irgendwie runtergekommen. Aber ja, um das geht es ja im Endeffekt auch beim Matterhorn. Bei den meisten. Würde ich jetzt nochmal sagen, dass du auf dem Gipfel drauf stehst. Ja, es ist ja so. Ja, das Gipfelfoto für. Ja. Zum Influenzieren. Genau, ja. Insta und Co., keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, wir haben gestern sehr viel miterlebt. Ich bin heilfroh, dass ich wieder gesund herunten bin. Muss ich ehrlich sagen. Sind beide, gell? Sind wir beide froh, dass wir wieder gesund herunten sind. Und ja, also auf so einem Modeberg, wo so viel los ist, ist halt dann auch immer das Risiko um ein Vielfaches höher. Und ja, für mich. Muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, sind die Westalpen bzw. die Modetouren da in den Westalpen vorerst einmal gestorben, weil der Aufwand da herfahren und für das, was man dann im Endeffekt erlebt, also die Aufnahmen und die Momente waren natürlich genial, aber die kann ich bei uns daheim am Watzmann, am Göll etc. kann ich das genauso genießen, mit viel weniger Aufwand. Richtig, mit dem Kaffee in der Früh, ja, genau. Am Nachmittag bin ich wieder ja, daheim. Ja. Das ist, ja, sicher natürlich, erster 4000er für mich. Ja. Es war ein Wahnsinnserlebnis, egal wie die Aktion jetzt überhaupt gelaufen ist, also um Gottes Willen. Aber dass ich das so einfach nochmal so mache unter der Woche, nein. Also mindestens ja. Eine Woche reinfahren. Ja. Mindestens. Mindestens, ja. Magst du noch was sagen? Nein. Passt schon, ja. Passt gut. Von meiner Seite aus war es das ja. Auch gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Kommentare wie immer unten rein ins Kommentarfeld und Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal, bergheil, bleibt's geil, ciao, pfiat euch.